Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Freunde, alter Theolingenfilme, alter theologischer Seminare, als Generalsekret, als Generalauswurf, als Generalsekretär, Entschuldigung, bin ich in der Verpflichtung, Ihnen mitzuteilen, wir haben eine Form eines neuen Programmes der CDU entwickelt, das die Programmatik in die Programmpolitik verwirklicht. Und damit ist das Programm der CDU eigentlich unser Programm. Ich glaube, damit habe ich Sie genügend informiert. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich könnte höchstens noch darauf verweisen, dass das neue Programm voll ist von Tänzelei, von Tricks, Betrügereien. Oh, Entschuldigung, das war das Programmheft vom Pfingstzirkus. Ich möchte aber betonen, meine Damen und Herren, das ist eine Zeit, in der der Papst Gott erklärt. Für mich als Oberhaupt des christdemokratischen Generalsekretariats an der Zeit ist, Ihnen die Welt zu erläutern und wie Sie an uns glauben können. Die Menschen erfahren uns, einen kleinen Moment bitte, die Menschen erfahren uns in den kleinen Dingen des Lebens, meine Damen und Herren, wie zum Beispiel der Träne im Knopfloch der Rente, ja, dem Wartezimmer, das man oft monatelang bewartet, ohne vom Arzt belästigt zu werden. Und in einer Zelle, meine Damen und Herren, die ohne Embryonen zum Stamm gekommen ist. In diesen kleinen Nebensächlichkeiten steckt Gottes CDU. Meine Damen und Herren, wir sind für Erbschaften, wir sind für Atomkraftwerke und CSU, CO2, Entschuldigung. Dem wir einen Anstoß geben wollen, einen Ausstoß, damit wir Wahlen gewinnen. Jaha, jaha, jaha. So haben wir in Bremen ein sattes Plus von minus 4,5%. Ja. Damit haben wir 280% mehr als die Grünen, nicht wahr? Weil die Menschen draußen im Lande spüren, dass wir unsere Politik klar umreißen, ohne dass sie befürchten müssen, dass wir sie auch in die Tat umsetzen. Die Fehler, die wir erkannt haben, haben wir auch gemacht. Wir waren so ehrlich, dem Wähler vor der Wahl nicht zu sagen, was auf ihn zukommt. Herr Schröder hat einmal 3,5 Millionen Arbeitslose vorausgesagt. Wir sagen Ihnen 0 Millionen Arbeitslose heraus. Das werden wir nicht erreichen, nicht wahr? Aber unsere Prognose ist einfach besser. Aha, aha. Denn, meine Damen und Herren, CDU, das ist soziale Schönheit, die von innen kommt. Wir halten den Sicherheitsbegriff der kulturellen Einheit, wenn Migranten beim Migrieren im Vordergrund stehen und nicht umgekehrt. Vor allen Dingen, wenn wir eheliche Familien hineinführen wollen in eine Gesundheitsreform, die unsere Schöpfung, das heißt die CDU, nicht bedroht und den christlichen Ursprung einfach auch dahingehend mit berücksichtigt. Wobei alles, was die Bundeskanzlerin im Vorhinein gesagt hat, im Grunde genommen Vergangenheit ist. Ich danke Ihnen.